Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, nämlich dem Reisetagebuch an der Müritz Teil 3. Ja, ich habe gesehen, einigen von euch scheinen die ersten beiden Teile gefallen zu haben, vor allem der erste Teil ist sehr gut angekommen. Ja, freut mich. Das Format möchte ich weiterführen. Heute gibt es allerdings nicht besonders viel zu erzählen, weil es wirklich, also 90% vom Tag hat es einfach geregnet. Und wir konnten fast nichts unternehmen. Aber ich erzähle euch natürlich trotzdem den Tagesablauf. Wir haben es jetzt kurz vor 7, so viertel vor 7 ungefähr abends. Der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Deshalb dachte ich, ich nehme das Video jetzt auf, weil eh nicht mehr so viel passieren wird. Und ja, dann erzähle ich euch mal. Also, heute Morgen sind wir alle aufgestanden. Meine Mutter schon relativ früh. Ich dann so gegen, ich weiß gar nicht, zwischen 7:30 und 8:00 und mein Vater dann so 20 Minuten nach mir. Dann haben wir uns angezogen, haben gefrühstückt und ja, dann haben wir erstmal so ein bisschen überlegt, was wir denn machen könnten. Und dann sind wir erstmal einkaufen gefahren und zwar in den Netto, um einfach, also ja, unsere Frühstücks- und Abendessenssachen, also so ganz normale Lebensmittel, Käse, Wurst, Butter, alles Mögliche aufzustocken. Haben dabei auch ein paar Knabbersachen mitgenommen, jetzt nicht viel, aber einmal so. Kennt ihr diese Brotchips? Ich kenne die nur mit Knoblauch und mit, mit irgendwas anderem noch. Und ich habe die heute mit Zwiebelgeschmack gesehen. Die fand ich super cool. Die habe ich aber noch nicht probiert. Und dann habe ich noch Erdnüsse im Teigmantel mit Paprikageschmack gesehen. Ja, die habe ich schon probiert. Die sind super lecker. Also da schon mal Daumen nach oben. Und wir haben neue Milka-Kekse gekauft, die waren auch sehr lecker. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, da haben wir Sachen gekauft, fürs Mittagessen auch. Da gab es heute Bordelaise, das ist Fisch für die, die es nicht wissen. Dazu Kartoffeln gemanscht mit Kräuterbutter. Ist für, also klingt vielleicht für manche eklig, aber das macht die Kartoffeln richtig lecker, wenn da so Kräuterbutter mitgemischt ist. Oder man kann sie schmelzen und oben drüber geben. So viel dann dazu. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen, wollten dann eigentlich noch in den Minimarkt, von dem ich glaube ich im ersten Tagebuchteil schon berichtet hatte. Und ja, genau. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Dann haben wir es aber doch nicht geschafft, aus privaten Gründen, die möchte ich jetzt hier nicht so sagen, weil ich nicht weiß, ob ich sagen darf und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht sagen. Wir sind einfach nicht dazu gekommen, so. Und ja, dann haben wir Mittag gegessen, wollten dann dahin fahren. Dann hatte der bescheuerte Laden zu. Das war natürlich auch richtig schön. Also ich glaube, wir waren um 14:45 dann dort. Aber irgendwie hat es nicht so hingehauen. Also ich glaube, der hat bis 14 Uhr auf, von 8 bis 14 Uhr, bis auf Montag hat er bis 13 Uhr auf. Also ich versuche es morgen nochmal, da ein paar Sachen zu kaufen. Die werde ich euch dann halt im Urlaubshaul am Ende zeigen. Ja, genau. Dann sind wir noch ein bisschen rumgefahren, weil es geregnet hat. Und naja, dann haben wir uns so ein bisschen umgeschaut, ob es hier in der Nähe bestimmte Restaurants gibt. Und ob man dort auch, also ob das so außen, manchmal steht das ja dran, ob man mit Karte zahlen kann oder nicht und so weiter und so fort. Dann sind wir zurückgefahren und haben uns überlegt, wenn wir schon mal draußen sind und gerade hat der Regen ein bisschen nachgelassen, können wir uns doch mal hier gegenüber anschauen, ob irgendwie, also ob und wie ein Schiff fährt und wie das denn da so abläuft. Da haben wir erstmal einen kleinen Spaziergang am Wasser entlang gemacht, war auch sehr, sehr schön. Und dann gab es eine Informationstafel, wo eben darüber berichtet wurde, wie dieses Dorf hier entstanden ist und auch so eine Geschichte um den See. Das war ja ganz interessant. Also ich gebe zu, ich bin nicht die Person, die Geschichten liebt, die sich da stundenlang drin vertiefen kann und sagen kann, oh wie interessant, da und da war das und das. Ich bin einfach nicht so eine Geschichtstante, ja. Aber, naja, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn.
Und dann gab es da so einen langen Steg, wo eben die Boote auch an- und ablegen. Da gab es dann auch eine Art Fahrplan. Es gibt lange Fahrten von 10 Uhr bis, ich glaube, 3 Uhr oder halb 4. Da gibt es wohl auch mit Anhalten. Also da wird irgendwo quasi, kann man an Land gehen. Was ich persönlich aber nicht machen würde, weil ja, man hat dann immer diesen Stress und weiß, man muss da und da pünktlich da sein und da kann ich doch gar nicht entspannt durch die Stadt gehen. Also da fahre ich lieber mit dem Auto hin und weiß, ich habe alle Zeit der Welt. Und ne, also ist meine Meinung. Vielleicht sehen das viele anders. Hat bestimmt auch seine Vorteile, aber ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Dann sind wir noch ein Stück weitergegangen und ja, da hat dann ein Schiff angelegt und wir haben dann uns dort auch erkundigt, wie das denn jetzt mit den Fahrzeiten ist. Man kann dort an Bord auch Tickets kaufen und ja, wir werden wahrscheinlich morgen eine Schiffsfahrt machen, morgen oder übermorgen, so genau wissen wir das noch nicht, aber wahrscheinlich morgen, das steht aber noch nicht fest, also ich möchte jetzt hier auch keine falschen Tatsachen in die Welt setzen. So, genau. Und wir werden wahrscheinlich die kleine Fahrt nehmen, die aber immerhin auch 3,5 Stunden dauert, von 12:20 Uhr bis 15:50 Uhr. Aber finde ich persönlich besser als 5 Stunden. Also ich mag Schiff und Meer echt gerne, beziehungsweise in dem Fall See, aber 5 Stunden auf so einem Boot, das ist auch für mich zu viel. Keine Ahnung. Wir sind mal gespannt, wie es morgen so denn ausgeht, ne? Ja, dann sind wir zurückgelaufen und hier wieder in unsere Wohnung gekommen. Und dann wussten wir erstmal nicht so ganz, was wir machen sollen. Da habe ich erstmal mir ein Schälchen von diesen Nüssen geschnappt, die wir gekauft haben, und habe mir angefangen, ein Hörspiel anzuschauen auf YouTube. Ich bin ja gerade voll auf dem Hörspiel-Trip irgendwie. Falls ihr da irgendwie auch Bock habt zu wissen, was ich mir da so reinziehe, sag ich mal. Unten bei den eigenen Playlists auf meinem Kanal gibt es eine Musik-Playlist, eine Koch-, eine Back- und eine Hörspiel-Playlist. Könnt ihr euch alles anschauen. Und wahrscheinlich werde ich demnächst noch eine andere Playlist dazu machen, nämlich eine Spaß-Playlist. Die werde ich dann auf öffentlich schalten. Da gibt es dann viele Comedy-Sachen. Also wenn euch das auch interessiert, dann mache ich das ebenfalls. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt. Dann, ja, nach einer Weile also kam mein Vater dann und hat auch gefragt, ob wir denn nicht, also wir haben gestern echt jetzt gespielt. Das ist ein Quizspiel. Ich kann es gerade mal kurz zeigen. Ich glaube aber, ich habe euch das schon mal gezeigt in meinem Spielevideo, wo ich euch Spiele zeige und erkläre. So sieht das Ganze aus. Ich möchte das jetzt nicht groß erklären, sonst dauert das zu lange. Könnt euch ja das Video dann von damals anschauen. Meine Top 11 Spiele heißt es, glaube ich. Und genau. Da habe ich gestern 36 zu 6 gewonnen und er wollte eine Revanche haben. Er hat dann auch gewonnen zu 22 zu 19. Und dann haben wir noch eine Runde gespielt mit meiner Mutter zusammen, die dann gewonnen hat. Mit einem Punkt Vorsprung von meinem Vater. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen gespielt, haben dann ein bisschen faul rumgelegen, ehrlich gesagt, weil wir einfach nicht wussten, was wir machen sollten. Es hatte auch wieder angefangen zu regnen. Es ist einfach ein ungünstiger Tag gewesen, das muss man dazu sagen, ja. Also da gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Naja. Jo, und dann haben wir jetzt Abend gegessen und ich werde dann wahrscheinlich gleich ins Bad gehen und Haare waschen. Ich habe heute auch noch ein Video gedreht, was aber auf dem anderen Kanal hochgeladen wird. Also wenn euch das auch interessiert, schaut da mal vorbei. Der Kanal heißt Donnas Beauty Welt. Genau. So viel zur Eigenwerbung. Naja, wie auch immer. Ja, genau. Ich denke, das war's vorerst für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auch gerne kommentieren, wenn es möglich ist. Und wenn ihr keine Videos mehr von dieser Serie oder auch von anderen Serien bzw. generell von meinem Kanal nicht verpassen wollt, dann gerne meinen Kanal auch abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was meinen Kanal angeht. Ja, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund
Habt einen schönen Urlaub oder genießt die Zeit zu Hause mit eurer Familie. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Videotagebuch.